Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Herzlich willkommen bei der Autogesellschaft. Wir müssen jetzt leider zum zweiten Mal anfangen, weil die Kamera irgendwie gerade einen Geist abgegeben hatte. Und zwar wollen wir euch heute mal zeigen, wir sind eigentlich schon wieder völlig lost jetzt, weil wir viel zu viel zu tun haben, was wir eigentlich werkstattseitig vor allen Dingen gar nicht abarbeiten können. Weil ein Mitarbeiter Urlaub hat, der nächste geht dann irgendwie gefühlt in Mutterschutz und Elternzeit und weiß nicht was alles, Wochen, Monate lang. Und dann der nächste wieder in Urlaub, weil Sommerzeit losgeht. Und ich glaube, jeder Werkstattbetreiber, Autohändler kennt das Problem mit Urlaub, krank und Co. in den Sommermonaten. Das ist eine Katastrophe. Das hier ist unsere Werkstattwand. Das ist alles ein Aufträge zum Fahrzeuge, die verkauft sind, die quasi durch die Werkstatt müssen. Oder wo unterschiedliche Sachen gemacht werden müssen, wie zum Beispiel Lack, Dellen, Reifen, TÜV, Datenblätter, Reparaturen unterschiedlichster Art und Umfang. So, das haben wir natürlich das Problem, dass wir zu viel zu tun haben und zu wenig Leute in der Werkstatt aktuell. Deswegen suchen wir ja auch Leute für die Werkstatt. Also falls hier irgendeiner dabei ist, der was kann, von mir ist auch ein Meister, dann bewerbt euch bitte einfach an der Stelle. Ne? So sieht's aus. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen dritten Mann in der Werkstatt, definitiv. So, also, der Range Rover, der geht, wo mal das ist der, ne, den machen wir hier selber. Der blaue, der geht zur Motor Mafia. Den kennt man vielleicht so aus von YouTube, bei dem Kanal. Den machen wir selber. Dann haben wir den T5 3.2 Business Bus verkauft. Den gucken wir uns jetzt an, da müssen wir noch eine Liste schreiben, was wir da alles zu tun haben. Da haben wir schon mal grob jetzt angefangen. Und dann das Golf 1 Cabriolet geht auch mit zum Jens Obirei, zum Fahrzeugservice Obirei. Der hilft uns quasi, die Autos mit abzuarbeiten. Ne? Das ist halt immer das größte Problem. Die Werkstätten sitzen hier unten rum und sitzen an der Ecke und warten, dass es passiert, dass du endlich kommst und den Aufgaben gibst, sondern muss halt immer ein bisschen Glück haben, dass du auch dran kommst. Und ich dachte, die warten nur darauf, meine hübsche Visage zu sehen. Na genau, darauf warten die alle. Das mag vielleicht alles sein, aber die warten nie auf den Scheiß, den du dir hier auf den Hof stellst. Ja, so. Deswegen gucken wir jetzt mal uns kurz an, was wir an dem Bus zu tun haben. Und der Tom bringt erstmal Müll raus. Richtig. Jawohl. Das machst du richtig. Das macht er nicht. Ordnung muss sein. So, Freunde, da haben wir auch schon gut was zusammengeschrieben, weil wir wollen das Auto ja auch in einem ordentlichen Zustand übergeben beim Bus. Da machen wir gleich ein Vorstellungsvideo jetzt, gleich just in time mit raus. Achso, ein paar neue Buden sind neu angekommen. Der Panamera Albtraum. Keine Sorge, das ist ein anderer, das ist nicht der. Aber gleiche Außenfarbe. Gleiche Außenfarbe. Aber es ist ein Facelift. Ne, die Profis. Und? Sehen wir ihn sofort. Der ist schwarz. Innen drin schwarz, genau. Ist aber auch der kleine Motor, ne? 3 Liter Benziner, also 3,6 Liter. Das ist hier das 5. Den haben wir in Zahlung genommen. Genau, Polonaise, da ist der Brief weg. Ne? Ja. Oder Schein? Ne, der meldet einen Brief. Da müssen wir aufbieten lassen. Schein, ne? Weg ist wieder ein anderes Auto. Aber übrigens, der, der das Auto in Zahlung gegeben hat, der auch ein neues Auto gekauft hat, der arbeitet in der Elektro-Geschichte, ne? Ja, das hat man ja schon. Hat man schon erwähnt, ne? Dass der einen Benziner gekauft hat. So, das ist das 6000 Kilometer Auto vom Opa. 6 Jahre alt, 6000 Kilometer, jawohl. Merkt es euch, wenn er online ist, kann es auch genau, werden. Genau, 180er Benziner Anschalter. So, dann haben wir hier... Geile Farbe. War ich ein bisschen in love, ne? Jeep Renegade, war ja immer unser Lieblings-Mietwagen auf Mallorca. Ja. Aber weiß nicht, wie viele von den Dingen sind. Aber dein T-Shirt passt heute gar nicht zum Renegade. Achso. Aber zu meiner schönen roten Farbe hier überall im Gesicht passt. Ich glaube, das fällt gar nicht auf in der Kamera. Der ist halt ein Limited, der hat auch erst, weiß nicht, 15.000, 20.000 runter oder irgend sowas. War nie viel, 18er Auszulassung, 108 PS, Benzin, bin ich gespannt mit Allrad. Cooles Ding. So, hier wollen wir heute noch eine Probefahrt machen. Der liegt quasi in den letzten Zügen. Du hast noch ein anderes Auto gekommen mit Transportschaden schon wieder. Was? Der 124er. Spider? Ja. Was ist denn da passiert? Frontlippe angefahren und gebrochen. Diese wirklich. Es passt nicht an. So genau, wo ist denn die Bude? Die stehen schon alle vorne, ne? Die 124er steht jetzt bestimmt. Ah ne, hier genau, hier ist er. Können wir mal schnell zeigen. Weil die Leute sich ja sonst beschweren, dass man die Autos zu kurz zeigt. Oh, diese. Haben wir da mal kurz ein Licht? Na. Ciao. Das juckt die aber eben ohne, ne? Die rammeln über diesen scheiß LKW hoch und runter. Das ist denen sowas von egal, den Leuten. Also nie allen, aber es gibt viele, denn schade ist das Ding, ist ja optisch, ne? Ist ja mal aber ganz ehrlich, stell dich nochmal daneben. Alter, ne? Nochmal so, ich bin 1,84 Meter, die Kiste geht mir, also ich glaube,
naja, man könnte fast sagen, Hüfthöhe hier so, ne? Hier ist der Hüftknochen. Und hier ist, also ist schon krass. Schon tief die Bude, ne? Cool. Oder ist der Geld? Also ja. Also einsteigen nur mit offenem Dach. Also wirklich gutes Ding. Oh ja. Die sind eigentlich U-Boots vor Ende. Naja, aber wer, also jetzt mal ohne Mist, mit so einem Auto fährt man auch nie irgendwie langsam. Die Yokohama-Teile aus hinten sind noch frisch. Vorne müssen da mal ein paar neue drauf. Aber schon krass, das erste Mal, dass wir so ein Ding da haben, hat euch direkt einer geschrieben, was wir unsere Erfahrungen damit sind. Keine Ahnung, das erste Mal, dass wir so ein Auto haben. Aber ich finde das ganz niedlich, auch mit dem abgesetzten. Haben wir hier einen Schlüssel irgendwo? Ist der laut? Der ist laut. Ja, sehr laut. Also da muss man echt sagen, dass... Wir haben einen Schlüssel? Das können die bei auch. Wollen wir jetzt mal hören, wie die Karre klingt? Ja, wollen wir. Das sah aus wie Mazda-Schlüssel. So ein bisschen, ja. Mazda sieht genauso aus. Ne, Mazda. Sieht vergleichbar aus, ne? Bin ich mal gespannt. Guck, ob ich überhaupt reinpasst. Ui! Ah, krass hier, alles mit Alcantara und so. Verrückt! Ich mach mal an jetzt hier. Ui! Naja, das geht. Schön Laderpfeifen, ne? Alter, geil! Oder, das ist doch schon wieder. Da kann der Tom auch schon wieder durchdrehen. Ist er ja, da schon? Ist er da schon? Da geht er. Macht das gleich seine ersten drei, da kloppt er gleich wieder die Katze raus. Kunde. Alter! Also kannst du gar nichts dagegen sagen. Ja. Nee, also ist aber geil. Also selbst wenn einer sagt, ist das Fiat ist doof oder sowas, aber also... Also ob das TÜV hat, hä? Ich lasse den Schlüssel gleich mal im Auto. Na, irgendwie muss es ja TÜV haben. Ach, so laut? Ja. Na. Die Bullen lachen nicht da aus mit dem Ding, hä? Na, wir können ja mal einen Fahrzeugschein gucken. Nee, können wir nicht, noch nie da. Der Tom sagt, na und? Alter, wir kriegen ja so ein Ding noch in Serie, ne? Mhm. Da bin ich mal richtig gespannt, wie das im Original klingt. Also... Wenn ihr dazu noch mal ein Video sehen wollt zu dem Auto gesondert, machen wir gerne mal eins. Da habe ich auch Bock mitzufahren. Ja, aber erst wenn der andere da ist, würde ich sagen. Zum Vergleich, ja, Serie gegen getuned, weil der ist tiefer, hat andere Räder, hat eine andere Ansaugung. Der hat eine andere, ich glaube, der hat eine andere AGA-Pumpe, ne? Komplett. Ja. Aber es steht schon mal nichts im Scheiß. Das schon mal? Ja, das klingt doch schon mal gut. Das klingt super seriös. Aber der hat zum Beispiel die ganze Seite der Frontscheibe auf der Beifahrerseite. Komplett mit Stickern voll hier, Abarttreffen hier, Abarttreffen dort. Das war also schon irgendwie jemand, der Bock hatte auf das Auto, wie man hier auch sehen kann. Ne? Bloß gut, dass wir das schon fotografiert haben, bevor wir es abgerupt haben. Der hat mich gefragt, ob es ab soll. Ich sag, weg mit dem Scheiß. Okay. Ne? Weil das war hier komplett. Ich hab das gesehen. Voll gepflastert, das sah scheiße aus. Tut mir leid, aber so will ich Uni rumfahren. Ja, dass du überhaupt noch was gesehen hast. Nichts gegen den Vorbesitzer, aber der Nächste, der muss das in die Uni unbedingt auf der Scheibe haben. Weil er war wahrscheinlich nicht dort. Wie viel PS hat das? Normalerweise 170 oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, der hat ein bisschen was mehr. 194 PS. Hat er das? Ja. Das 194. Aha, da steht drin oder was? Ja. Aha. Er hat auf jeden Fall hier schon mal Ansaugungen, Luftfilter und Co. Aber ansonsten, was haben wir hier für ein schönes? Und das für ein geiler Kumpel hier? Aha. Aha, das klingt bestimmt gut. Ne? Oha. Ich würde doch Montana Black jetzt sagen, oha. Ruhe, aber ansonsten Optik, ne? Finde ich gut. Das Einzige, was ich persönlich wahrscheinlich in Landsport gern hätte, ist das hier. Ne? Hm. So die Komponenten hier. Das, ja. Das und das. Jetzt mal das dann auch so schön rot ab. Dann passt das auch richtig geil zur Felge. Ja? Ja, aber dann musst du das hier ohne mitmachen. Das. Ja. Jawohl, das könnte dann zu viel werden hier dann. Wisst schon. Stimmt ab, denn regulackiert für euch. Und ja, jetzt genau. Zu dem Auto, wo wir eigentlich hin wollten. Sollten wir vielleicht nochmal hingehen. So, das ist unser Busi, Nesbus. Das Auto ist ja nur schon ziemlich alt, ich glaube 2000. Was sind das, 8? Kann ich dir gar nicht sagen. 5, Alter, 5. 5. Das Auto ist 16 Jahre alt. So, dafür, dass er schon 16 Jahre alt ist, sieht er gut aus. Ne? Und in Italien unterwegs war. Ja. Deutsches aber, Auto wohl bemerkt. Und riecht nie nach hoch. Keine Brandlöcher und ist nie verqualmt. Das stimmt. Das ist für ein italienisches Auto, alle Autohändler wissen das. Äußerst die Ausnahme.
die totale Ausnahme. Ich glaube, die Italiener und die Asiaten. Ich glaube, das ist so die Völker, die am meisten rauchen. Gefühlt. Asiaten weiß ich nicht. Na, und Indonesien und so, die qualmen alle, die rauchen alle. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, da gibt es Kinder, die nie raucht. Ich kann mich bloß an den Turbo erinnern, wo hinten in der Ansage. Ja, ja, die Kippenstummel drin lagen. Ja. So, Freunde, der ist noch komplett unaufbereitet. Wir hatten ja schon mal erwähnt, dass der hinten die Armlehnen, die gehen nicht richtig und der Tisch klappt nie aus. Was ist denn? Nichts, mach weiter. Wir haben jetzt quasi schon einiges aufgeschrieben und zwar brauchen wir einen COC, also ein COC. Dokument ist bestellt, eine neue Batterie ist schon drin, so ich Inspektion brauche. Schiebetür geht nicht mehr auf. Was ist denn hier los? Warum geht das nicht? Battery leer. Kann doch nicht sein. Geht schon mal gut los. Gibst du dem Tetzlaff immer eine Karre in der Hand? Komm auch in die Rummädel. Heute geht auf jeden Fall schon mal. Das gibt's da jetzt nicht, oder? Ging die nicht gerade eben noch? Na klar, ich hab so gangbar gemacht. Okay, warte mal. Kann das sein, dass wo es gerade geschmort hat? Weil wir hatten nämlich gerade eine kleine Rauchwolke hier am Auto. Was haben wir denn da jetzt Schönes hier? Oh, ne. Oh. Das lösen wir jetzt hier nicht. Das kannst du, muss doch Jens durchschmeißen, alles was hier los ist. Ist der nicht angepolt? Ja, klar. Das wäre jetzt wohl der Hit, oder? Nee. Geht überhaupt noch an? Geht. Zack, Tür zu. Ja, aber die hat nie entriegelt. Wie, die hat nie entriegelt? Naja, wenn du das Auto aus- und zumachst und dann wieder öffnest, dann geht die nie mehr auf. Ja, na, das weiß ich selber. Ich aber dann gucken, ist die wie zugeschlossen. Ach so, aha. Na? Okay. Dann geht die auch nie über die Knöpfe hier drin ab. Also wenn die Zündung aus ist, wenn ich jetzt von außen bedienen will, sozusagen. Das Auto lief ja vorhin. Ja klar, aber wenn ich jetzt, Auto ist aus, dann muss die ja gehen, wenn ich jetzt ziehe. Na, aber die ist wie nie entriegelt. Ja, die Lisa wollte vorhin den elektronischen Tisch bedienen, der da drin ist. Und da kam erstmal eine kleine Qualmwolke raus. Da müssen wir noch mal gucken, das muss ich ja jetzt angucken. Wo wir das Auto jetzt gleich hinschaffen, der ist auf jeden Fall für sowas genau der Richtige. Da heben wir die Hände hier. Ne? Das wird zu wild. Wir machen gerne Mechanik, aber alles, was auf Elektrik ist, da muss jemand da sein, der Brain hat für sowas und Nerven. Ich will nicht sagen, dass wir dumm sind, aber das überschreitet, glaube ich, unsere Kompetenzen. Ne? Also da ist der Jens auf jeden Fall deutlich, deutlich fitter. Der ist zwar heute nicht da, aber sein Mechaniker, der da wirklich gut unterwegs ist, den stellen wir das Auto gleich hin. Das muss ich jetzt aber noch mal schnell mit der Tür wissen. So, jetzt erklär noch mal ganz genau. Jetzt geht's aber übers Knöppel. Jetzt kannst du das Knöppel drücken. Ja, das ist schon klar. Ne? Aber von außen, wenn ich jetzt von außen komme, ne? Möchte gern. Mach mal das Auto außen zu. Ne, deswegen ja. Und will jetzt einfach nur einsteigen. So, kannst du nie einsteigen. So, machen wir mal ZU, warte mal. Versuchen wir auf den Parkplatz. Da reagiert's. Genau, und so reagiert der auch, wenn du jetzt Mama das Auto auf. Warte mal, der ist auch noch nicht offen, Marcel. Da muss ich zweimal drücken. Ja, das ist ja klar, das habe ich ja vorhin gemacht. Ich habe sogar nochmal übers Knöppel vorne entriegelt. Aber der so will er nicht. Da reagiert er irgendwie nicht. Keine Ahnung. Der hat erst reagiert, als ich hier gedrückt habe. Aber der lief vorhin. Nicht der lief, nur wenn er läuft, geht er. Also die Tür als solches geht, ja? Ja, ja, die Tür funktioniert, aber nie so ganz, wie sie soll. Gut. Also haben wir ein Problem an der Schiebetür und drüben am Kollegen Tisch. Ne? Ja, ich habe noch ein paar Sachen mehr aufgeschrieben. Ja, wir haben noch mehr. Ne? Wir haben noch aufgeschrieben. Wir haben hier noch die Lämpchen. Genau, die Lämpchen hier unten, da ist überall die Verblendung weg. Ja. So, Sitzverstellung hinten links fehlt was. Ein Schalter für die Sitzfläche. Genau. Armauflagen hinten links, die Arretierung geht nie. Und die Beleuchtung für die Einstiegsflächen gehen nie. Also die leuchten, aber da fehlen die Deckel. Nee. So, Seitenteile, Tankklappe, so, da haben wir was zum Lackieren. Und zwar, das kann er mit spotten hier die Ecke. Das geht weg. Dann muss er komplett aufbereitet werden und dann haben wir hier einen scheiß Kratzer dran. Der ist richtig assi, mit Beule. Da werden wir wohl einlackieren müssen. Ne? Da werden wir wahrscheinlich dann hier ein bisschen vorgehen. Dann die Tankklappe dann halt hier. Ne? Die hat halt hier auch vom Tanken einige Kerben abgekriegt und dann vorne die Kotflügel links hier. Ne? Ich meine, die Leute zahlen 30.000 Euro für das Auto am Ende des Tags und das soll es halt auch nicht sein. Ne? Okay, dann kriegt er einen kompletten Service und frischen TÜV.
Und ich glaube auch, reifentechnisch, naja, die haben zwar noch Profil, aber die sind 12.000 Jahre alt, die Reifen. Die sind aus 2010. Sprich für die Laufleistung. Könnte ich schon wieder durchdrehen. Warum kriegst du denn immer so Kisten mit so uralten Reifen? Und hier hinten. Na, die sind aus 2010. Super. Ja, aber sprich doch. Ja, sprich für die Laufleistung. So, wir fahren jetzt mal ein Stück. Wir fahren jetzt gleich rüber das Ding zum Jens Obirei. Wir melden uns gleich zurück, wenn wir mit dem Auto jetzt eine Runde fahren. Tschüss, bis gleich. Schwimmst du die ganze Zeit oder was? Lügen. Was war los? Ja, das Schiebefenster an der Seite war offen. Das hat einen übelsten Lärm gemacht beim Fahren. Ja. Und da hörst du nichts. Oh, ich dachte schon, der schmort oder so. Nee, nee. Alles gut. Also kein Schmorgeruch oder so. Und dann musste ich, das natürlich, weil die Sitze so extrem dick sind. Ja, die knietschen aneinander. Die, ne? Na, dann musst du, ich bin jetzt halt wirklich das Maximale vorgefahren, was halt geht. Ja. Na? Aber mehr geht halt nie. Gucken die Lehne noch steiler. Man könnte halt, das ist so steile, was steilste, was halt gerade geht. Ich wollte jetzt einfach nur mal gucken. Ich muss ein bisschen hierher reden, glaube ich. Ja, wegen Störgeräusche. Und ich will halt mal gucken, ob die Klima geht auf jeden Fall. Die Klima geht, ja, ja. Alle Funktionen gehen auch. Spiegelklapper, Fenster, ja. Verstellung, ja. Licht. Funktioniert erstmal alles. Ich habe auch schon mal auf die Standheizung gedrückt. Ja, die aktiviert sich auch, habe ich gesehen. Wir müssen mal gucken, ob hier hinten auch was geht. Ja, hier ist sogar LED. Okay, was mir auch gefallen ist, wenn die Sonne aufs Radio scheint, sieht man fast nichts. Hm. Oder eigentlich, also mit Sonnenbrille habe ich jetzt das Radio nie entziffern können. Okay. Ich weiß nie, ob man das noch verstellen kann. Na, das ist ja irgendein Nachrüstding, ne? Ne? Aber es funktioniert ganz gut. Ja, denke ich. So. Wir noch mal schauen, ob die Verstellung hier hinten geht, ob die hier was macht. Angenommen, man könnte irgendwann wieder fliegen. Ja. Also so wie man es will. Ja. Und die würden vorfahren, das Hotel würde vorfahren mit so einem Ding. Geil. Geil, oder? Mhm. Egal ob das ein altes Auto ist oder nie, aber es ist einfach geil hier drinnen zu sitzen. Dort geht auch, habe ich auch schon probiert. Gut, funktioniert, ja, kommt auch Luft, alles gut. Ja. Ist schon geil, wie man hier sitzt. Ich finde ja auch den Dach hin, ich weiß gar nicht, ob man das so aufnehmen kann. Ja, der ist cool gemacht auf jeden Fall. Der ist richtig hübsch, der ist so extra nochmal hier genäht. Kopfstützen hier, Alter. Also schon. Ja, ja. Aber funktioniert erstmal soweit alles. Das ist schon mal schön. Ich husch mal mit rein, Alter. Kann man einfach. Mein Haar aufbereitet wird er ja auch noch. Ja. Also hier ist noch ein cooler Kühlschrank, wo ein Ritter. Sag mal, Radio. Problem, Radio zu laut. Wegen GEMA-Scheiße, warte mal. Ach so, warte hier. Kannst du es von hinten steuern? Zack, aus. Aha, das geht also? Na, Logo. Not bad. Aber vorne läuft es jetzt quasi noch. Soll ich mal vorne nochmal ausmachen? Nee, ne? Nö, das ist nicht so schlimm, das hört man ja kaum. Also was halt ein bisschen doof ist, ne? Also hier fehlt der kleine Schniffi hier zum Verstellen von der Sitzfläche. Müssen. Hier ist es Fax. Na ja, gut, das braucht glaube ich keiner mehr. Dann kommt hier ein Tisch raus, allerdings der kommt im Moment nie raus, das müssen wir machen. Well, das Display geht aber auch, ne? Ja, das ist riesig. So. Na, da hast du ein bisschen, was ja, das ist hier. Also 14,5 Zoll oder irgend sowas, kein Plan. Oder 15 Zoll Display würde ich fast sagen. Das geht schon. Also schon reichlich. Also Platz hast du hier auch, ist wirklich sehr, sehr komfortabel. Muss man wirklich sagen, auch Verarbeitung ist natürlich top, ne? Das ist so Kleiderhaken hier oder was? Krass. Aha, wow, hä? An alles gedacht wurde. Ja, da hängt ja auch der Regenschirm drin, ne? Na, da hinten, ne? An der Heckklappe. Ja. Rollos ringsrum, also echt herrlich, ne? Und Kuriosum ist, Schiebetür geht nur, wenn der Motor läuft. Wenn er nicht läuft, geht sie nicht. Genau. Ne? Und dann halt der ausklappbare Tisch. Aber vielleicht da wurde auch schon mal mit Kabelbinder irgendwie die Klappe repariert. Also ja, irgendwie ist der gebrochen. Ist irgendwas komisch, ist da los. Ne? Aber sonst, Innenraumzustand ist sehr schön. Ja. Das Einzige, was sieht man jetzt vielleicht auch, wenn du mal auf den Display vom Navi filmst, das ist an. Ja, das aber sieht du man siehst gar halt nix. Da erstmal so, wenn die Sonne drauf scheint, nichts. Hm. Wenn es dunkel ist, siehst du es. Aber jetzt so. Müssen wir uns auch noch mal angucken, was da los ist. Entweder ist eine Einstellungssache oder der Display ist einfach müde, ne? Genau, und die Länge, die da hochgeklappt ist, die hat keine Arretierung mehr. Die hält nicht mehr. Die hier geht noch, ne? Ja, die gehen alle. Das ist die einzige, die nie geht. Hat sich vielleicht mal irgendein Dicker draufgelehnt oder so? Ne, die geht auch nicht. Also sind Beete müde hier, ne? Die müssen Beete gemacht werden. Beete umlehnen. Naja, gut. Ich würde jetzt hier noch mal einmal kurz vorbeschleunigen, um mal zu gucken, ob der Kickdown richtig funktioniert oder ob er da irgendwelche Faxen macht. Warum ist er jetzt? Mhm.
Und dann fahren wir mal zum Jens und geben die Karre ab, ne? Tu mir mal den Gefallen und tu mal den untersten Schieber nochmal aufmachen, warte. Den untersten da. Jawohl. Hätte gern einen Whisky, bitte. Schönes Tumblerglas. Herrlich. Das ist natürlich schon toll, ne? Ja. Ach, hier ist der DVD-Player. Ja. Also wer hat denn heutzutage noch DVDs? Du? Ich ja. Ich habe mal welche. Ich bin, glaube ich, einer der Letzten, der noch DVDs hat. Mhm. Der letzte Mohikaner. Ne, also Klima funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal schön. Dann tun wir jetzt nochmal vorbeschleunigen. Willst du mitfahren? Ja, aber dann machst du das Auto schnell aus. Da gab es übrigens ein kleines Problem mit dem. Also vermeintliches Problem. Der Kunde meinte, der es gekauft hat, dass der Totwinkel wohl nie richtig funktionieren würde. Der wäre wohl dauerhaft aktiv, aber bei den Autos ist es halt so. Das ist ein Schlammauto. Das ist das Schlammauto, genau. Bei den Autos ist es wohl so, dass die bis Tempo 30 ist der quasi, zeigt er dir in den Außenspiegel links, rechts an, dass er aktiv ist. Dann schaltet er weg und dann ist er quasi in Warnbereitschaft. So kann man es eigentlich nennen, ne? Dann die Sitzheizung mal probieren hier, ob die geht. Doch, die probieren wir jetzt mal aus, ob die geht. Meine hoch. So. Meine geht. Du kannst doch noch gar nicht wissen, ob die geht, Juri. Wir haben heute übrigens 28 Grad. Herrlich, oder? So, das ist hier ein bisschen unsere abgesperrte Teststrecke hier. Guck mal, kurz schnell gucken, Spiegelverstellung. Ja, ja, ja. Anklappen gegen Ohr, habe ich gerade schon probiert. Ja, ja, ja. Gucken wir mal hier. Ja, funktioniert auch. Alles schick. Ich will bloß mal eine Sache ganz kurz wissen. Warte mal. Ist hinten noch einer? Gehen wir gleich ein Hubkonzert. Fahrradfahrer. Wieso ist er abgesperrt? Geben wir Gas, ja, genau. Irgendwas pfeift. Das ist der Turbo. Nee, irgendein Pfeifgeräusch ist da. Das gehört. Was du halt merkst beim Fahren. Ja, aber das fand ich jetzt gar nicht mal schlecht, was er hier gemacht hat. Von der Beschleunigung her? Na, ist okay. Und wie sanft der geschaltet hat? Ja, also das Leistung hat er, schalten tut er auch sauber. Also technisch scheint es okay zu sein. Waren jetzt auch direkt 20 Liter, glaube ich, weg. Mindestens. Und was du merkst, ist das Gewicht von dem Ding. Ach, der ist ja mal. Ja, aber das Ding ist ja auch pickepacke voll. Ich will nie wissen, was alleine so ein Stuhl wiegt. Ich weiß nicht, gefühlte 100 Kilo eh noch. Ja, mit Sicherheit. Ohne Übertreibung, glaube ich. Also, das ist schon zornig, ne? Wirklich. Du merkst in den Kurven, merkst du wirklich das Gewicht. Also, wenn es gerade hier durch die Kurve durch, ne? Merkst du, dass das Ding, ich weiß nicht, was der wiegt, aber der wiegt, also ich würde mal schätzen, mindestens 2,4, 2,3 wiegt der. Easy. Trotzdem, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte... Wie meinst du das schlimmer? Rümpeliger. Ja, der fährt eigentlich ganz gut, bis auf das Knorren halt hier, ne? Was ist aber den Sitzen geschuldet ist. Ja. Ist halt so. Also meine Sitzheizung funktioniert auf jeden Fall tadellos. Ja, meine auch. Wir gehen jetzt nochmal in S rein, geben nochmal Welle. Öl war, sah ja noch gut aus, war auch reichlich drauf, Wasser auch drauf. Temperatur hält er. Alles schön. Na los. Wisst ihr, das pfeift? Das klingt aber nie, als wenn es nie noch drin gehört. War nur von 100 jetzt hier, Alter. Krass. Also ganz ehrlich, ne? Beim Bremsen merkst du, wie schwer das ist. Das ist ungefähr so, als wärst du mit einer Boeing 747 unterwegs. Bist du schon mal geflogen? Nö. Nee, also da muss man wirklich sagen, als das so den Eindruck vermittelt das Auto. Also ich würde sagen, sonst technisch habe ich ihn nicht weiter einzuwenden, bis auf die paar Kinderkrankheiten, die er hat. Also es scheint keine Wanze zu sein. Guck mal, das fängt doch schon alleine an. Der Bildschirm, das ganze Alcantara belegt. Alles gut aus, nie verrucht, nicht, gar nicht. Also das ist schon gut. Nee, ich meine, das trägt ja alles zum Gewicht dazu. Das Alcantara ist besonders schwer, ne? Das Alcantara ist am allerschwersten, denke ich. Das wird richtig schwer sein. Los, komm, wir haben nicht mehr keine Zeit. So. Bus abgeworfen, der Jens freut sich schon. Und wie fährt's im CLA? Fährt richtig gut. Ich wäre damit prinzipiell immer zu schnell. Ja, klingt doch cool, ne? Ja. Und ist trotzdem halt nie so hart wie ein AMG zum Beispiel. Boah, es geht. Also ich finde das. Nö, ich finde das richtig gut, das auch. Geschmackssache. Außerdem habe ich schon zwei Autos. Das reicht ja wohl, oder? Ja. Obwohl der hier wirklich schön war, ne? Leute, ja. Also das Ding war mit Memory-Gestühl und mit Standheizung hier. Bremse neuwertig. Keyless Go. Dann haben wir ein Panoramadach drin in dem Ding. Ich habe schon Sonnenbrand. Also der war wirklich echt nice. Auch die roten Gurte, ne, ja, zu erwähnen. Einfach schick.
Wirklich ein schönes Kfz, ne? Gut, jetzt packen wir uns noch den Intergolf. Meine Kamera führt uns ein bisschen los. Erstmal schnell was Mittag. Wir haben es ja nur schon 14 Uhr. Und ziehen uns jetzt mal was zum Mittag rein. Achso, hier bei hinten am Lenkrad, ne? Weil wir machen ja Rennstrecke. Klar. Genau, Rennstrecke hier. Und immer schön Lametta drum. Und okay, bloß keine Jacke an, Kunde. Das ist lebensgefährlich. Aber so kalt heute. Die Klima, ja. Und dann fahren wir den Inser Cabrio noch weg, ne? Mhm. Aber ich habe keinen Bock auf Offenfahren. Ich bin komplett verbrannt. Also ich kann mir, glaube ich, Offenfahren heute nie rausnehmen. Ich glaube, für die 3 Meter lohnt sich das auch nie, das verdeckt. Lohnt sich nicht, das darauf zu machen, ne? Der Jens freut sich auf jeden Fall, weil der schraubt seit mehr als 30 Jahren an Einser, Zweier, Golf und Co. rum. So hobbymäßig. Also der Jens Obirei vom Fahrzeugservice Obirei. Oh, sag mal, Obirei oder Rei? Ich habe das schon mal gefragt, haben das auch schon mal beantwortet. Ich habe es vergessen. Also Jens, nimm es mir nicht übel. Bei mir heißt es immer nur Jensi. Ne? Gut, Leute, bis gleich. Ciao. So, gehen wir gleich mal hier rüber. Wir machen das heute mal so ein bisschen High Life. Wie immer eigentlich. Gehen wir mal zum Robin. Der fummelt hier schon am G-Modell rum. Das klingt doch schon ganz nett. Ah, hier riecht es alles nach Diesel einwandfrei. Na Robin, wie sieht's aus? Bitte? Sehr gut. Sehr gut. Das hört Enrico gern. Machst du auf Federspeicher lesen, löschen? Können auf. Wir da eine Runde düsen oder was? So ist der Plan. Geil, freut mir. Was ist denn hier los? Ah, Cap Taiwa. Wird gerade sauber gemacht. Auch ein schicker Wagen eigentlich. Wird wohl ins Ausland gehen, so wie es bis jetzt aussieht. Gibt es viele Anfragen drauf. Ich glaube, morgen kommt auch einer. Es kann halt sein, dass die Kiste bis dahin schon weggegangen ist. Schön, da freut sich Enrico. Alter, ja, sieht aber echt lässig aus, das Ding. Hey, Mr. Deising, ich muss jetzt mal so sagen, das steht Ihnen sehr gut. Und, ist das geil oder ist das geil? Ja, übelst geiles Lenkrad, oder? Übelst, oder? Ja, fett. Gut, die Schaltpedals hat er sich nachgerüstet, aber nee, ist, geil. Ist schon brutal, ne? Geile Bude. Definitiv. So, Freunde, wir essen jetzt schnell Mittag. Mam, mam, bis gleich. Gibt neue Schuhe, Freunde. So, gerade nochmal LKW gekommen, nochmal abgerufen. Den hat man ja schon gesehen, gezeigt. S5, Fahrzeug. Aus Weiß, Zimtfarbe. Und hat er nur rote Sitze, rote Gurte? Nee, rote Gurte hat er nicht. Aber sonst ist eigentlich alles andere. Großes Navi, Keyless, rechte Sitze, Memory, flaches Lenkrad, große Klima, Bang & Olufsen Soundsystem. Passt eigentlich. Aber ich glaube, das ist nicht Zimt. Guck mal, hier kommt ja. Pass auf, Achtung. Der schönste MMA-Kämpfer Deutschlands. Der Stein versteckt dich nicht. Was ist das eine Maschine, Alter? Guck dir den an. Alter! Live in Pfund und in Farbe. Habt ihr beide Corona-Tests gemacht vorher? Ja, wir haben es vorher abgeleckt. Gut. Zweimal die Woche. Alles fit? Ah, hier? Ah, ist geil. So sieht's lässig aus. Stabil, trainiert, tätowiert, jawohl. Also nie so wie du. Nie so wie ich. Fett, hässlich, schwabbelig. Tattoos sind Kriminelle. Tattoos Kriminelle, genau. Also zum Glück bist du bei der Feuerwehr, da geht's. Gerade gekommen. Ha? Und warte, los. Wir machen einen Hörtest. Mal gucken, wer errät, was für eine Maschine ist. Wahnsinn! Interessant ist eigentlich, ja. Der LKW-Fahrer war nur 1,50 groß. Ja, ich glaube auch. Interessant ist die Tatsache, dass dieses wunderbare Kfz Sitzlüftung hat, hier vorne, ja, Massage, elektrische Lendenwirbelstütze, aber das hier, was ist denn hier los, Kunde? Da war wohl das Geld alle oder was? Nee, das ist bestimmt so eine Fehlbestellung. Alter! Vergessen anzukriegen. Ansonsten alles, ne? Panoramadach, 80.000 Kilometer runter, kann fliegen, let's go. Kann schwimmen, kann Essen kochen, Allradantrieb, so wie ich das gehört. Cooles Ding! Und, welche Maschine? Na wat wohl? 3,6 Liter, Junge. Benzin. Was geht, Alter? Juri. Aber der Abarth, ne? So, komm los, wir haben keine Zeit ganz mehr. Ganz ehrlich, ne? Wenn ich den dort so stehen sehe, wenn das Ding hier über den Hof fährt, ja? Der Sound von der Mühle ist ja mal so brutal. Also, nicht normal. So, mal gucken, ob er angeht, ob der Batterie da ist. Okay. Ist das KMG-Modell oder Inter? Das ist mir richtig egal.
Jawohl! Du weißt doch, Lassing, wenn die Abgasanlage 3 Dezibel mehr macht als normal, aber muss jetzt mal ohne damit Scheiß. Wie das Ding klingt, ist nicht normal. Und wie es aussieht, wenn du da so drin sitzt, ne? Sieht aus wie so ein Turnschuh. Ehrlich, also es ist wirklich, wirklich krass. Hörst du den Lader ein bisschen her? Ja. Habt ihr das noch gehört? Das Serie. Alles original. Moin, neuer Tag, neues Glück. Im Video quasi ein neuer Tag jetzt. Selbes Video, aber neuer Tag. Wir haben jetzt die Auto schon zum Kollegen Jens, zum Jensi Obirei gebracht. Obirei, ich weiß nur nicht mehr genau, aber egal. Und den seine Jungs haben es schon angeguckt, mit denen hat er schon angefangen und den anderen schon mal drüber geschnarcht. Jetzt hat man schnell bei dem an, klotzen, was, wie es aussieht, also der Golf und der T5. Mhm. Gucken uns das an und dann, was macht denn der da Wildes? Ja, die kommen halt die Leute immer noch reingeschneit. Er war auch gerade beleidigt auf jeden Fall, dass er einen Termin braucht. Naja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern, wir haben uns das ja nicht ausgedacht. Ne? Corona ist ja nicht erst seit gestern, ne? Das ist ja schon ein paar Tage jetzt am Start. Kann man so sagen, ne? So, was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt mit dem Kameraden auch noch durch die Wäsche, weil, wie man sehen kann, ist ja der Scheinwerfer nass, aber nicht mehr undicht irgendwie. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir vermuten mal, dass das daher kommt, wenn der Motor warm ist und von hinten Wärme kommt. Mhm. Weil wenn es nämlich regnet, ist der Scheinwerfer trocken. Okay. Komisch, ne? Ja. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Ich muss ja wirklich sagen, das Auto, ich bin ja letzte Mal gefahren, ist ja schon eine Weile her jetzt. Ist ja so geil mit den roten Nähten hier. Ist einfach mal... Ja, richtig edel. Richtig edel. Auch die roten Gurte. Also, sagst du euch ganz gerade raus, alle die es geliebäugelt haben mit dem Auto und dann gedacht haben, na, wir warten noch mal und warten noch mal und warten noch mal, Fehler gemacht. Wirklich auf jeden Fall einen Fehler gemacht, das Auto nicht zu kaufen. Sag ich es nie aus reiner Schadensfreude oder sowas, sondern weil ich es eher wirklich ernst meine. Das Ding ist geil. Das ist wirklich geil. Alle die Farbkombination, die Optik von dem Ding, die Historie dazu, die ist ja jetzt im Nachgang noch als äußerst spannend und interessant und gut heraus entpuppt hat. Ja. Mhm. Auf dem Auto ist eine komplette Steinschlagschutzfolie auf dem Vorderwagen drauf. Sehr ordentlich gemacht alles. Deswegen hat er so einen ganz leichten, wenn die Sonne drauf scheint oder wenn er so ein bisschen so komisch im Schatten steht, so einen ganz leichten Gelbstich an der Front. Und mich holt das Auto jedes Mal ab. Auch der Zustand im Innenraum. Das Lenkrad mit den Nähten, mit den Gurten in Kombination mit dem Weiß, was du halt übelst selten hast auf dem RS6 4F. Und dann die Kilometer, 59.000 Kilometer auf der Uhr. Geil. Ja. Und die sind auch echt, also es ist kein Fake oder irgend sowas, sondern man fährt halt so traumhaft schön. Deswegen haben wir so ein Auto auch privat. Also nicht ich, sondern Lisa, ne? Ist halt einfach geil. Aber es macht halt keinen Sinn, so ein Auto sich doppelt hinzustellen, wenn ihr schon eins hat. Das ist ja Quatsch. Außer es ist ein 964, ne? Ja. Ja gut, das da sind wir uns halt nicht einig geworden, ne? Weil Lisa auch gerne fahren wollte. Und klar, wo wir noch kein Kind hatten, ging das. Dann ne? Hat man sich abgewechselt so, aber dann war halt die Gelegenheit und da und dann haben wir gesagt, na los, komm. Dann holen wir jetzt eben für Lisa ein eigenes Auto. Und die ist auch mehr als glücklich mit dem Ding. Muss ich auch sagen. Das ist auch so ein Auto, wo wahrscheinlich viele im Netz drum rumgeschlichen sind und gedacht haben, ah, ist alles scheiße und so. War ja auch eine krasse Story auf jeden Fall. War auch eine krasse Story, aber am Ende hat es auch gepasst. Und ja, das ist, wie soll ich denn sagen, das ist, ich habe vor uns gerade einen 997 gekauft, einen Handschalter Coupé als S. Komplett mit, also im GT3-Look quasi, ne? Ja. Mit riesen Spoiler hinten drauf und Theater, Handschalter, geil. 5-Besitzer, ja. Auto, ich meine, das Auto ist aus 2005, das Auto ist 16 fucking Jahre alt. Was hast du gedacht, wie viel Besitzer so ein Auto im Regelfall dann hat? Ja. Ne? Jetzt hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema, wie lange fährt man so ein Auto? Mhm. Fährt man das 10 Jahre oder fährt man das vielleicht mal 2, 3 und dann gibt man es wieder weg? Vermutlich eher das, ja. Mhm. So, da habe ich mir halt so die Historie gecheckt, so, habe halt gesehen, dass ein originaler Spoiler hinten, Flügel drauf ist. Weißt du, was so ein fucking Flügel für ein GT3 kostet, für 997? 2000 schätze ich. Reicht nicht, oder was? Nee. Oh Gott. 5 Mille. Wow, was? Zwischen 4 und 5 Mille. Krass. Kosten die Dinger. Das ist schon echt herb. Also GT2 habe ich auch mal gesucht gehabt. GT2 lag ähnlich. 4, 5 Mille. Boah. Also Originalteil. Also kein Müll und nie kaputt. Hm. Irgendwie einen angeschossenen, der irgendwo schon gebrochen ist oder so, kriegst du gleich für 2, 2,5. Im Ganzen bist du bei 4, 5. Wahnsinn. Also es ist unglaublich teuer, das Zeug. Also es ist wirklich wahnsinnig teuer. Mit neuem Motor schon drin, gibt es eine Rechnung von Porsche dazu und so. Da waren mir die Besitzer scheißegal. Mhm. War mir völlig Wurst. Das Auto war cool, war schwarz in beige. Geist, den könnt ihr euch drauf freuen, machen wir ein Video dazu. Sieht halt schäfisch aus, die Bude, ne? Mhm. War meiner Meinung nach kein Ringtool,
weil dafür taugt er nicht. Also was Reifen und Bremse und Co. angeht. Also wenn da mal so ein bisschen eine Kaffee fährt über den Ring, ja. Mhm. Also richtig brettern muss das Auto auch anpassen. Brauchst eine andere Bremse, brauchst im Idealfall eine andere Felge, anderen Reifen und. Ja. Ein Käfig drin wäre halt wünschenswert. Ne? Und das hatte der jetzt alles nie gehabt. Deswegen behaupte ich, dass kein Ringtool war, auch wenn er so aussieht auf den ersten Blick. Und das hat halt viele abgeschreckt, glaube ich. Da habe ich halt gesagt, nie lange schnacken, Kopf in den Nacken, ja, die Bude. Wird bestimmt spannend, das Ding, denke ich. Ja. Hatte ein bisschen ein Checkheft gehabt, waren zwar ein paar Lücken drin, aber was soll's. Hatte auch nicht hier runter 60 oder sowas. Das geht. Das war nicht viel. Versteht man aber nicht, warum da Lücken im Checkheft sind, ne? Ist auch irgendwie strange. Also, wenn ich einen Porsche fahre, wäre mir das doch echt wichtig, oder? Das gibt da können manchmal die Ursachen komplett banal sein. Das haben wir schon so oft gehabt, dass er entweder klar war, gar nicht mehr um sowas geht, kann sein. Oder was wir auch schon hatten, der stand, gerade bei solchen Autos ist es gar nicht so unüblich, stand einfach jahrelang in irgendeiner Ecke. In irgendeiner Halle, jahrelang einfach, mal 5, 6 Jahre gestanden, so wie der Kollege hier. Der Kollege hat wohl nachweislich 7 Jahre irgendwo rumgestanden, beim Vorstand irgendwo. 7 oder 8 Jahre sogar, kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Im Nachgang, wenn es da keine Unterlagen dafür gibt, ne, glaubt ihr das da auch keiner? Und kannst du auch keiner dann wirklich vorstellen, dass es vielleicht in Zweifel wirklich so war? Ja. Das ist ja eigentlich immer so ein bisschen der Wunschtraum vieler, ne? Irgendwo gestanden lange Zeit, bla bla bei Audi oder was weiß ich, in der Ausstellung, weiß der Teufel, ja. Oder in irgendeiner Halle und dann haben die ihn reaktiviert und alles schön neu gemacht, bla bla. Davon träumt ja irgendwie gefühlt jeder, zweiter Auto nah. Ja. Aber keiner will es dann so wirklich wahrhaben, wenn es soweit ist. Und das ist halt immer das Schlimme bei den Deutschen, finde ich oft, gerade bei den Autoleuten so, bei den Petrolheads nenne ich es jetzt mal, hast du oft das Problem, dass sie alle so grundskeptisch sind. Es wird halt immer alles angezweifelt, sie sind halt die Deutschen. Es wird halt immer alles bezweifelt und hinterfragt. Weißt du, ich meine? Ja. Kann es denn wirklich so sein? Und da ist es nicht so, das ist halt irgendwie, weißt du, oh nee, komisch. Und so lässt man sich durch diese Zweiflerei, lässt man sich, glaube ich, als Interessent oder als wirklich jemand, der ein ordentliches Auto sucht, wahrscheinlich auch mal ein geiles Auto einfach entgehen, sinnlos. Das kann natürlich sein. Und es gibt ja nichts Schlimmeres im Leben, meiner Meinung nach, aus verpasste Gelegenheiten, die du ungenutzt gelassen hast. Ist so. Gut, nichts Schlimmeres im Leben, würde ich jetzt... Nee, aber jetzt so im alltäglichen Leben. Ja. Im alltäglichen Leben, verpatzte Gelegenheiten, die hängen dir irgendwie früher oder später immer nach. Ja, das ist ärgerlich, das stimmt. Das ist so. Hätte ich nur, ne? Ja, weil spätestens dann, wenn sich ein Ende entgegenneigt und ich hab mal, das war halt das Tolle, als Zivildienstleistender quasi in so einer Pflegestation so teilweise gearbeitet, nebenher und wenn du dann mit den Omis und Opis dich mal unterhalten hast, weißt du, was die alle zu mir gesagt haben? Das hat mich sehr geprägt. Es gibt nichts Schlimmeres als zu wenig Zeit mit der Familie und verpatzte Gelegenheiten. Die du nie gemacht hast, was du immer machen wolltest, was du nie gemacht hast. Das bringt dir dann, wenn du alt und schwach bist und nicht mehr kannst, kehr nochmal zurück. Deswegen, das ist auch mit so einem Auto vielleicht ähnlich. Vielleicht ein dummer Vergleich, aber ist auch sowas, ne? Wenn du eine geile Gelegenheit hast und es passt irgendwie für dich, dann mach's, Alter. Was soll denn passieren? Weißt du, ich bin mit der Selbstständigkeit. Selbes Spiel. Wenn du es nie wagst, wirst du es nie rausfinden. Das müsste doch eigentlich von dir kommen, wer wagt, gewinnt. Ja, ist so. Wer wagt, gewinnt. Da ist so. Selbstständigkeit ist immer ein... Gerade jetzt auch in Zeiten von Corona und so ist das natürlich immer ein bisschen, heutzutage wahrscheinlich fast noch ein bisschen wackeliger als vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren hättest du gesagt, ja mach doch, sei egal, soll passieren. Heute sagst du, man weiß es nicht, 3 Monate zu, du weißt ja auch nie, was nächsten Winter ist. Gehen dann die Inzidenzen wieder nach oben, gibt es dann ohne Förderung vom Staat. Was ist, wenn der Staat sagt, Geld alle, wir geben keine Förderung mehr. Was denkst du, was dann losgeht? Ne? Dann wird es richtig verrückt. Aber die Norm ist aufgestiegen. Jawohl! Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Das ist doch schön. Mal gucken, wie viele Aufstiegsfeiern es noch geben wird. So wie gestern muss ja krass gewesen sein auf jeden Fall. Ne? Ja, die Bullen haben aber auch ein bisschen provoziert, würde ich sagen. Ne? Also so ganz unbeteiligt waren die Kollegen da, glaube ich, Uni, was ich so gesehen habe. Ja. Jetzt können wir mal André befragen, weil der war ja live vor Ort. Und der meinte wohl auch, die haben wohl dich schon versucht, wirklich zu provozieren. Ne? Also und es ist halt so ein Thema, ob ich präsent im Hintergrund agiere oder ob ich mich provozierend dazu stelle. Ja, und eine Wandaufbau an schwarz uniformierten Kollegen mit Helm und Schlagstöcken und Schutzschilden. Weiß ich nicht. Ich denke, so auf so eine alkoholisierte Masse wirkt das schon bedrohend. Sagst du, was ist? Ja, und der ein oder andere fühlt sich dann eben herausgefordert und denkt sich, jetzt habe ich 3 halbe drin, jetzt geht's los, gut. Habe ich eine geile WhatsApp gekriegt, warte mal. Von Kumpels, pass auf.
Ja, können wir kurz vorspielen? Du ziehst mir extra einen Landhinten-Gruß oder was, hä? Was ist los? Wo warst du heute? Fotze, nicht gerade gemacht. Du Fotze, nicht gerade gemacht. Ja, ich weiß nicht, was die dort noch erlebt haben oder so. Kein Plan, ich habe noch nie geredet mit denen, aber. Oder noch nie geredet bisher. Aber ich hätte, um ehrlich zu sagen, null Zeit. Gerade ganz andere Sachen im Kopf, leider. Ich weiß gar nicht, bei der letzten Aufstiegsfeier waren wir alle dabei. Da war sogar, ich glaube, die halbe Firma mit am Start. Ne? Das war auch sehr, sehr wild, das Ganze. Das weiß ich gar nicht. Das war natürlich wieder so ein typischer Klacks- und Angels-Abend. Man kennt ihn. Man kennt ihn. Also Klacks und Angels sind Stripclubs in Dresden. So, wir machen mal kurz Pause. Die Waschung ist jetzt nicht so spannend. Bitte tanken. Siehst du beim R6 öfter mal das Symbol. Das kann ich mir vorstellen. Aha. Das ist auch mein Lieblingszeichen neben der Motorkontrollleuchte. Wobei die Lisa sagt, so 17, 18 Liter in der Stadt. Mit Software drauf. Ich glaube, die Serie fährt vielleicht so, ja, 17. Mhm. Aber weiter drunter ist eigentlich nicht möglich. Also auf der Autobahn habe ich schon mal geschafft mit meinen, ich meine irgendwas um die 13, 14 Liter. Auf der Autobahn, easy fahren, das geht. Aber das wird kein Auto, wo du sagst, ich habe schon mal 10 Liter geschafft. Na klar, mit bergab, Rücken mit dem Wind und kneipen sich so. So machst du mal hier an der Dynamo-Tankstelle, da hat wohl irgendwie der Betreiber gewechselt. Ja? Machst du? Ja. Jetzt ein Aue-Fan? Jawohl, Kunde. Der Schacht. Aue-Fan, nee, da, genau, ein Aue-Fan hat das Ding. So, und die werden jetzt noch ein bisschen soßig an den Tank. Natürlich super plus, wie ich das gehört. Und dann keine Kosten, keine Mühen gescheut. Jetzt ziehen wir uns mal schnell den Scheinwerfer rein. Sieht gut aus, oder? Ja. Unterheilung durch Hand auflegen, würde ich es jetzt mal nennen. Oder? Keine Ahnung, warum der jetzt dicht ist. Naja, ne, Fragen einfach akzeptieren und gut finden. Es gibt manchmal so Sachen, da gibt es keine Antwort dafür. Das ist so inne. Verstehe ich jetzt auch nicht. Aber der war wirklich undicht. Komisch. Stand hier immer das Wasser auf jeden Fall drin. Jetzt ist er ein bisschen, läuft er ein bisschen an, aber das ist normal. Wir warten nochmal, vielleicht kommt das noch, aber hier hoch, ne? Hier oben hast du eine ganz kleine. Ja. Aber das ist halt so, ne? Weil Feuchtigkeit, Wärme von hinten bleibt halt nicht aus. So. Wir melden uns beim Jens. So Freunde, wir sind jetzt beim Jens angekommen. Der Jens selber ist ja im Urlaub. Schöne Grüße an der Stelle. Und wir haben uns gerade mal mit dem Mechaniker, der dran ist, unterhalten. Möchte nicht unbedingt mit aufs Video, deswegen haben wir gesagt, komm, dann lass, das ist gut. Dann erklären wir uns auch mal kurz, was los ist. Also Ölwanne, Ölwanddichtung war undicht, ist neu eingeklebt, Ölwechsel ist gemacht. Dann hatte der die Simmerringe getauscht, weil die undicht waren. Dann lief halt die Soße raus oder ausgebaut. Und dabei sind hier diese Messingbremsringe in seinen Einzelteilen entgegengeflogen. Die brauchen wir jetzt also noch neu. Ne? Da war aber irgendwie das Problem wegen der Bestellbarkeit oder so. TÜV hat auch schon drüber geguckt. Problem ist hier, der hat ein Fahrwerk drin. Und da hat TÜV gesagt, entweder Hartnahme oder Fahrwerk. Ist zu neu, das Fahrwerk. Was? Man sagt ja immer 10 Jahre plus minus, Erstzulassung. Das würde jetzt also bedeuten, ich glaube, das ist ein 84er. Bin mir nicht genau sicher. Also bis 94, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Dann kommt die zwei Bremsringe, Messingbremsringe oder was auch immer das genau ist, kommt dann dort noch rein, neue Simmerringe. Ansonsten war das Ding eigentlich technisch soweit erstmal fit. Achsen nochmal abklappern und noch einmal komplett durchgeschaut. Und dann soll es eigentlich an der Stelle schon fast gewesen sein. Sondern wir müssen gucken wegen der Abnahme. Ne? Also Zustand Spanier, gar nicht schlecht. Cool. Ne? Ist ein Acer Golf, jetzt, da kann jetzt nicht so krass viel dran sein, aber kann immer was kaputt gehen. Ja. Also im Auto. Ne? Typisch aus. Schön, wenn du so schaust. Normalerweise typisch Enzer Golf, ne? Normalerweise hier die Wirtelkanten hier von dem Schweller eigentlich normalerweise zerdrückt und zerploppt und zerheimert, ne? Von irgendwelchen Wagenhebern und wilden Bühnenaufnahmen versuchen und so, ne? Wenn du das mal so siehst hier, ne? Hier jetzt ein bisschen, aber ganz marginal hier. Und guck mal, hier ist auch null Rost drunter, ne? Da machen wir ein bisschen Unterfahrschutz, also hier neue Versiegelung drauf schmatzen. Werde ich den Jungs dann gleich nochmal sagen, müssen Sie das nochmal bitte machen. Dann ist alles tutti frutti. Aber sonst sieht das Ding auch recht dicht aus, ne? Hier läuft hier, wie gesagt, aus dem Simmerring raus, aber ansonsten. Hier ist halt alles mit schwarzer Pampe zugeschmiert. Sonst geht. Aber sonst war der Unterboden relativ fit, ne? Hä? Sonst ist der Unterboden hier relativ fit. Ja. Guck mal, der hat ja, das ist aber auch die Hinterachse vom GTI, ne? Woran erkennst du den GTI am allereinfachsten? Oder beim Inser, ne? Immer an der, oder unter anderem auch an der Hinterachse mit dem Stabi. Aha, okay. Ne, die normalen hatten den Stabi nicht. Bielsteindämpfer sind hier drin und was war vorne drin? Das wäre natürlich schade, ne? Ansonsten, schön.
Aber wirklich ein schöner Zustand. Ehrlich, also ein echter Survivor, ne? Für das Alter auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also wirklich schönes Kfz. Auch die Träger sieht alles toll aus. Guck mal, das Heckblech, alles ganz, nichts verbogen, nichts verrostet, ne? Guck mal. Also wirklich, hier ist gut, hier ist verbogen. Gut. Das ist doch mal ein Stein im Weg gewesen hier. Aber ist okay, kann man wieder rausdenken wieder, wenn man will. Ne? Und fertig. Schön, auch die Reserveradmulde hat hier bloß einen ganz kleinen Einschlag. Toller Wagen, wirklich. Tja, ist aber schon verkauft, ne? So ist es eben mit dem Licht. Einmal brennt es und einmal nicht. Stimmt's? So ist es. Gut, so viel zu dem Kollegen hier. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Fahrwerk noch irgendwie eine Lösung sich findet. Weil eigentlich wäre eine Haar zu lassen schon schön. Ja. Jetzt müssten wir halt wieder ein originales Fahrwerk erst einbauen. Und Bielsteindämpfer sind jetzt nicht so scheiße, ne? Aber muss man nicht alles original haben für eine Haarzulassung, oder wie war das? Nee, du kannst zeitgenössisches Tuning, aber da scheiden sich ja auch schon wieder die Geister. Hm. Da geht es ja schon wieder, ne? Der eine TÜV-Prüfer so und der andere TÜV-Prüfer so. Okay. Hm. Wobei, ganz ehrlich, ob jetzt 10 Jahre vor oder nach Erstzulassung des Fahrzeugs eine Tieferlegung, solange es kein Luftfahrwerk ist, wo ja. Ist jetzt der Unterschied? Verstehst du, wie ich meine? Ob der Dämpfer jetzt aus den 90ern ist oder nicht. Es geht halt wahrscheinlich darum, dass es halt zu modernes Zeug ist oder zu neu oder was weiß ich oder nicht zeitgenössisch, aber ist der Quatsch. Hm. Die Autos wurden damals schon genauso mit einer Spiralfeder und einem kürzen Dämpfer tiefer gelegt wie heute. Das ist, ich denke, ist albern. So, jetzt melden wir uns dann noch einen T5 zurück. Lass uns mal kurz den Stand ummodeln, dann muss ich euch versuchen zu kommunizieren. So, habe mir gerade mal den aktuellen Stand geholt des Busses und zwar ist hier folgendes, hier sind 2 Batterien drin, also immer die Hauptbatterie hier vorne und dann wahrscheinlich hier noch eine Stütze quasi. Das ist das Ding hier gewesen. Das sieht ein bisschen ominös aus. Mit so einem kleinen Wegwerfhänkel hier. Alter, zum Training hier war das gut, du. Alter, das ist ja mal schweineschwer, das Vieh. Und die steht hier im Sitz drin quasi. Die ist komplett restlos am Arsch. Hier geht gar nichts mehr. Und der Kollege hat sich schon den Tisch mal angeschaut. Der Tisch ist jetzt auch zum ersten Mal draußen. Ich habe den ja immer nicht gesehen, wie er ausgeklappt aussieht. Und funktioniert zwar jetzt, sagt er, aber es geht halt sehr langsam. Also gerade der Kippmoment. Sehr, sehr langsam. Da will ich den Stellmotor da nochmal angucken, ob der vielleicht ein bisschen müde ist. Aber das ist schon geil jetzt hier, ne? Oh, mit dem silbernen Rand noch geil. Alter, oder? Mhm. Und das sieht ja aus wie neu, ne? Ei. Haben wir wahrscheinlich nie rausgekriegt. Ja. Das sieht wirklich gut aus, ne? Ja. Toll. Das Ding ist so schweinschwer, glaube ich. Allein die Platte hier. So richtig, also recht stabil, also der Bereich hier wirklich richtig stabil. Krass. Also gefühlt wiegt das Ding bestimmt 10 Kilo. 10 Kilo? Also, zeig mal. Leg mal an. Na doch, na gut, 10 Kilo. Ne, 10 nie, aber 5, 6, 7 Kilo? Ja. Ja. Wiegt das Ding locker. Krass. Deswegen wundert mich das nie, wenn er den hier machen muss. Mhm. Und den dann hier so einzuklappen. Das ist der schwerste Punkt, ne? Mhm. Wird er ewig brauchen, um das auszudrücken. Das wird wahrscheinlich keine Lichtgeschwindigkeit sein. Glaube ich nie. Das ist jetzt auch schon der aktuelle Stand. Der Mechaniker hat auch nochmal gesagt, der Golf ist auch ein sehr, sehr hübsches Auto auf jeden Fall. Also einer so der besten, die er jetzt so auf der Bühne hatte. Die haben ja öfter hier Enser Golf. Mhm. In Bearbeitung, weil der Jens selber, also der Firmeninhaber, selber glaube ich 1-2 Stück hat und ein ganzes Arsenal an Ersatzteilen auf dem Dachboden. Da kannst du nämlich 2 Enser Golf GTI zusammenbauen. Deswegen haben wir die Autos hier hergegeben, weil wir denken, das sind die, was VW angeht, in sehr guten Händen. So, also das geht jetzt erstmal wieder, dass wir die Batterie noch irgendwie ordern, die da reinkommt. Das ist noch unklar, was genau das ist und wie die verbaut wird. Und dann geht es hier auch an dem weiter. Aber eben durch die Männertagswoche, war nur Montag, Dienstag. Mittwoch haben sich gefühlt schon die meisten schon besoffen gewesen. Donnerstag sowieso nichts. Und Freitag ist dann auch nichts mehr passiert. Mhm. Da haben sie nämlich zu. Ja. Dann geht es halt einfach nicht voran. Ne? Das ist halt so. Dann ist auch wieder Pfingsten, ist auch wieder eine kurze Woche. Oh. Ich hasse es. Naja, gut. So, Freunde, an der Stelle verabschieden wir uns jetzt erstmal. Das ist so der aktuelle Zwischenstand. Ansonsten muss der Technik hier soweit relativ fit gewesen sein. Und mal sehen, was sich mit dem Tisch und mit der ominösen Batterie noch so ergibt. Ob da noch irgendwas Wildes bei rauskommt oder ob da eine neue Batterie reinkommt, dann ist fertig und schön. Gut, bis bald, Freunde. Tschüss, bleibt gesund. Zum Thema Schiebetür haben wir gerade nochmal gequatscht. Relativ banal. Wenn das Auto läuft, geht die Tür auf und zu. Dann läuft er über die Hauptbatterie, aber die zweite Stütze quasi, die Komfortbatterie, wie beim SL oder so, ne? Mhm. Die steuert oder ist halt dafür da, um eben die Verbraucher anzutreiben. Mhm. Wie eben Verstellungen, Tisch, Stühle und vor allem unter anderem auch die Schiebetür elektrisch. Aber das hieß ja, dass die original wäre, oder? Oder die Batterie? Beziehungsweise, dass da immer eine ist an der Stelle. No?
Die ist immer dort. Aber das ist jetzt eine andere Variante davon, oder was? Ja, die sieht ja ein bisschen wild aus, eine italienische eben, ne? Achso, okay. Wahrscheinlich, die es bei uns in Deutschland wahrscheinlich so nie gibt. Hm. Gibt es bestimmt eine, die reinpasst in Deutschland, ganz normal, ne? Hm. Aber die sieht halt von der Machart her ein bisschen lustig aus. Darum ging es eigentlich nur. Ja. Ne? Und er meinte gerade halt, dass es halt daran, sehr wahrscheinlich daran liegt, dass die Tür eben nicht geht, weil die Batterie komplett platt ist. Hm. Und dann, wenn du die Karre startest, ergibt irgendeinen Sinn, wenn das Auto dann startet, sagt das Bordsystem, jawohl, wir sind da, uns geht ab und wir machen die Tür auf. Ja, das macht Sinn, stimmt. Ne? So, jetzt aber, tschüss.